Hallo, hier ist Lee, 2004. Heute mache ich ein Video auf den Wunsch von Erik Zernis. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Und zwar hat er unter einem meiner letzten Videos in die Kommentare geschrieben, dass ich doch mal von jedem Bundesliga-Verein, also Erstligisten, Bundesliga-Verein, den meiner Meinung nach coolsten oder besten Spieler nennen soll. Und ja, ich fange systematisch von unten an. Deshalb müssten die Bayern-Fans und Dortmund-Fans, falls es sowas gibt, etwas länger warten. Und ja, der erste Verein, also der letzte Verein, also ab Platz 18, ist Hannover 96. Und ja, am coolsten ist da der Herr Zieler. Und ja, ich hätte Stindl gesagt, wenn der nicht gegangen wäre. Platz 17 belegt Kevin Volland. Hoffenheim und... Ja, wahrscheinlich Kevin Volland. Ja, ich finde Kevin Volland am besten. Dann Werder Bremen, das auch ganz einfach, und zwar raten 3, 2, 1, ja, Pizarro ist einfach der Beste. Und ja, oh, jetzt kommt VfB Stuttgart und nimmt diese Antwort nicht zuerst, Leute. Kevin Großkreuz, Kevin Großkreuz, ja, eindeutig der Beste, Kevin Großkreuz. Großkreuz rückt den Döner raus. Großkreuz rückt den Döner raus. Döner raus, guck aus, ey. Ja. Dann auf Platz 14 schreiben wir Eintracht Frankfurt. Da ist der Alex Meyer meiner Meinung nach der Beste. Und ja. Dann kommt Augsburg. Und da würde ich sagen, zwei, einmal den Herrn Hitz und den Bobadilla. Und ja, die sind beide... Cool. Du hast. Ja, das war richtig. Dann auf Platz 12 Überraschungsteam Darmstadt. Und da ist am coolsten der Herr. Egal wie hell du bist, Marcel ist heller. Das ist meine Antwort. Dann der HSV. René Adler ist es nicht, sondern Pierre-Michel Lasogga, weil die haben ja sonst nichts gute Menschen. Dann kommt Ingolstadt und da finde ich am coolsten diesen Matip. Nicht Joel, oder heißt er Joel? Nee, M? Nee. Auf jeden Fall einer von diesen Martins, aber nicht der Martin von Schalke. Dann kommt 9 Köln, da ist meiner Meinung nach hier der Timo Horn der Beste, coolste, der Keeper von der U irgendwas, mit 23 oder so. Und ja, nice. Dann kommt Mainz 05 und da würde ich sagen Yunus Mali, weil der steht ja auch irgendwie auf dem Zettel von Dortmund und hat ja ein paar schöne Tore schon geschossen diese Saison. Oh, sind wir schon bei Platz 7. Das ist der VfL Wolfsburg. Und ja, da Schürrle halt Deutschland-Trikot von Schürrle, so Schürrle gut, Schürrle ist guter Mann. Schürrle ist gut. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann Schalke. Und ja, bei Schalke, welchen Spieler finde ich da allererste Sahne? Jetzt wissen wahrscheinlich alle. Leroy Sané. Also Sané. Und ja, der wechselt ja eventuell nach England. Und dann verliert die Bundesliga einen Spieler, der gut ist. Der allererste Sahne ist. Auf Platz 5 steht Leverkusen. Und ja, Leverkusen, da ist am coolsten Hakan Çalhanoğlu, weil der ist einfach der Boss. Der kann gute Freistöße schießen und da sowas braucht man immer. Ja, jetzt Platz 4, Mönchengladbach. Da finde ich am coolsten den Xhaka. Granit Xhaka. Und ja, einfach dieser Vorname schon. Granit. Finde ich perfekt. Dann kommt auf Platz Nummer 3 der Hertha BSC, auch ein Überraschungsteam dieser Saison. Und ja, Hertha BSC, der Kraft, Thomas Kraft, weil der kam mal, der war mal, spielt er dann noch? Ja gut, der spielt er noch und ja, der kam halt von Bayern und der ist ja Bayern gut, Thomas Kraft ist gut und ist halt so. Dann kommt
Borussia Dortmund. Und ja, Dortmund halt Reus, weil Aubameyang ist scheiße, Mkhitaryan ist scheiße. Der Rest ist auch scheiße. Ja, deshalb ist Reus der Beste. Und dann kommen wir zum Schluss. Das Beste zum Schluss, der FC Bayern. So, da könnte ich euch jetzt einfach auch eine Kaderliste einblenden. Oder ich mach's kurz. Also mein Lieblingsspieler von Bayern persönlich ist Götze, auch wenn er verletzt ist, und ansonsten ist auch ganz cool Boateng, weil der ist einfach der Boss und der ist ja vielleicht doch nicht so lange ausgefallen, wie einige dachten. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und lasst auf jeden Fall auch mal ein Abo da, und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da und ciao!